Hallo und herzlich willkommen zu meinem 71. Schreibzeichen. Sie sehen mich gut gelaunt, denn ich habe meine Rohfassung für meinen nächsten Perry Rhodan-Roman fertiggestellt. Es ist wieder ein Roman in der Hauptserie. Und der Schauplatz ist diesmal besonders interessant, denn der befindet sich in der Nähe eines Neutronensterns. Neutronensterne sind für mich mit das faszinierendste Phänomen des Universums. Neutronensterne entstehen dadurch, dass ein Stern in einem Stern die Energieabstrahlung den Kampf verliert gegen die Gravitation. Man kann sich das so vorstellen, dass die Gravitation alles zum Mittelpunkt dieses Sterns zieht und die Energieabstrahlung alles nach außen wegdrückt. Und da gibt es dann irgendwo ein dynamisches Gleichgewicht, wie zum Beispiel bei unserer Sonne. Das führt halt dazu, dass unsere Sonne eine bestimmte Größe hat, in der sich diese Kräfte dann mehr oder minder aufheben. Bei einem Neutronenstern ist es so, dass die Gravitation irgendwann gewinnt. Kann man sich so vorstellen, dass also über Jahrmilliarden hinweg dieser Stern vor sich hin brennt und diese Prozesse miteinander ringen. Und so wie wenn man mit dem Auto vielleicht einen Hang hochfährt und dann irgendwann eine Steilklippe kommt und man ganz plötzlich runterstürzt, enden diese Jahrmilliarden dann in wenigen Sekunden, in denen dieser Stern in sich zusammenstürzt. Und das ist dann eben ein ganz rapider Prozess, wo die Materie immer weiter zusammenfällt, immer weiter zusammenstürzt, immer enger zusammengedrückt wird. Dadurch steigen die Gravitationskräfte noch weiter an. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem die Gravitation nicht nur makroskopisch wirkt, also in so Maßeinheiten, die wir noch irgendwo erfassen können, mit unseren natürlichen Sinnen, sondern auch im mikroskopischen Bereich, in den einzelnen Molekülen, in den einzelnen Atomen. Da wird alles immer enger zusammengedrückt und kommt dann letztlich dahin, dass man die Elektronenhüllen zusammenzieht bis auf den Atomkern. Und damit die Elektronen haben ja eine negative elektrische Ladung, die Protonen im Kern eine positive. Und dadurch, dass die dann zusammenfallen, neutralisieren sie sich. Deswegen kommt dann ein Neutronenstern dabei heraus, aber extrem kompakt. Dieser komplette Stern ist dann zum Beispiel 20 Kilometer im Durchmesser. Und dann kommt es zu einem weiteren Effekt. Ein Stern rotiert immer, dreht sich um sich selbst, so wie sich die Erde um sich selbst dreht. Und Sie kennen das sicher vom Eiskunstlaufen zum Beispiel oder auch vom Ballett. Wenn da also die Tänzerin oder der Tänzer eine Drehung um die eigene Achse macht und das beschleunigen will, dann holt er Schwung mit den Armen und zieht dann in dem Moment, wo er beschleunigen will, die Arme an den Körper. Und dadurch verringert er seinen Radius, aber der Drehimpuls, der vorher in den Armen war, der außen war, wo sich die Arme gedreht haben, dieser Drehimpuls bleibt erhalten. Und dadurch rotieren diese Neutronensterne dann sehr, sehr schnell, weil eben der Durchmesser dieses Sterns sich immens verkleinert hat. Das kann also sein, dass so ein Stern, oder es ist sogar die Regel, dass so ein Stern mehrfach in der Sekunde um sich selbst dreht. Eine Sonderform dieser Neutronensterne, und das ist auch dieser Stern, der in meinem Perry Rhodan-Roman eine Rolle spielen wird, ist der Pulsar. Jeder Stern hat auch ein Magnetfeld und diese Neutronensterne schleudern also elektromagnetische Strahlung entlang dieses Magnetfeldes heraus aus den Polen. Diese Pole liegen aber nicht notwendigerweise mit der Drehachse überein. Das heißt, Der Pol, wenn der jetzt dreht, dann, wenn der Stern sich dreht, dann zeigt der Pol nicht immer nach, dieser Magnetpol nicht immer notwendigerweise nach oben. Auch bei der Erde ist ja auch der magnetische Nordpol nicht komplett identisch mit dem geografischen Nordpol, sondern dieser Pol ist vielleicht versetzt. Das heißt, wenn der Stern sich dreht, dann zeigt der immer wie meine Fingerspitze jetzt mal in eine andere Richtung.
Und wenn eine dieser Positionen auf zufällig, das ist dann ein Zufall natürlich, auf die Erde zeigt, dann fängt man auf der Erde diesen Puls auf. Deswegen heißt das Pulsar, also das, was an elektromagnetischer Welle dort ausgestrahlt wird. Und wenn der sich jetzt mehrfach in der Sekunde um sich selbst dreht, fängt man vielleicht 5, 6, 10, 100 Pulse in der Sekunde auf. Das kann man hören. Also wenn Sie da Interesse dran haben, dann googeln Sie ruhig mal danach. Dann werden Sie da Audiodateien finden von der NASA, von der ESA, auch von Hobbyastronomen, die diese Taktung der Pulsare wiedergeben. Man kann die also hören. Hört sich manchmal an wie ein Trecker, wie ein Rasenmäher. Ganz unterschiedliche Sounds. Manche sind auch danach benannt, wonach sie sich anhören. Ist schon eine faszinierende Sache, wenn man sich überlegt, was da für gewaltige Kräfte wirken und wie unmittelbar erfahrbar das für uns Menschen auf unserer kleinen Erde in so unendlicher, oder unendlich nicht, aber extrem weiter Entfernung dann trotzdem noch unmittelbar erfahrbar ist, was dort für gewaltige Dinge vor sich gehen im Weltall. Die Peri-Rodan-Reaktion hat mir solch einen Pulsar zum Spielen geschenkt. Ich durfte damit arbeiten. Da gibt es also eine Handlung, die ganz in der Nähe eines solchen Pulsars spielt. Freut mich sehr. Hatte ich sehr viel Freude dran. Und habe jetzt die Rohfassung dafür abgeschlossen. Wobei da jetzt wirklich die Betonung auf Rohfassung liegt. Es ist nämlich so, dass ich außer dem Pulsar ja auch im Exposé einige Figuren bekomme, mit denen ich dort arbeiten darf. Und einige Figuren, die bei mir jetzt eine Hauptrolle spielen in meinem Heftroman, sind erst vor kurzem in die Serie eingeführt worden. Und deswegen kenne ich sie bislang auch nur aus Exposés, weil die entsprechenden Manuskripte meiner Kollegen noch nicht fertig sind. Die müssen ja noch durchs Lektorat und so weiter. Und erst wenn die so weit sind, dass sie auch zur Setzerei gehen können, bekomme ich die. Das ist jetzt noch nicht der Fall bei den Heftromanen, in denen diese neuen Figuren eingeführt wurden. Sprich, ich musste da ein bisschen mit Annahmen arbeiten. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich habe ja Informationen aus den Exposés, also so völlig anders werden die Kollegen das auch nicht darstellen, als ich sie mir jetzt vorstelle. Aber ich habe noch einige Wochen Zeit bis zu meinem eigenen Abgabetermin, deswegen kann ich da in Ruhe abwarten, dann diese Manuskripte lesen und entsprechend dann auch nochmal ein paar Stellen zurechtkneten, damit die Figuren innerhalb der Serie auch konsistent dargestellt sind. Trotzdem, der große Wurf, sage ich mal, also die große Arbeit, der kreative Prozess, bei dem auch am meisten schief gehen kann, wo man also zum Beispiel feststellen könnte, nach einem Dreiviertel Text, um Gottes Willen, ich bin schon fertig und ich muss eigentlich noch ein paar Seiten mehr haben für meinen Heftroman. Oder ich stelle fest, diese ganze Konzeption, da ist ja eine riesen Lücke drin, ich komme ja jetzt nicht über einen bestimmten Punkt drüber hinaus. Diese Gefahren bestehen jetzt nicht mehr. Er hat die Solllänge, wobei ja noch ein bisschen minimal geatmet werden kann, auch bei Peri-Rodan. Die Punkte aus dem Exposé sind, denke ich, alle drin und umgesetzt. Also ist jetzt der eher handwerkliche Teil zu leisten, das jetzt nochmal zu überarbeiten, wirklich veröffentlichungsreif zu machen, eben diese Anpassungen noch zu machen an die Dinge, die vorher in der Serie stehen. Das wird jetzt noch passieren. Aber das ist eine planbare Arbeit, die mir auch vergleichsweise leicht fällt. Das freut uns. Schön. Was gibt's noch zu berichten? Ich habe in der vergangenen Zeit, also vor seit dem letzten Schreibzeichen habe ich noch einige Videos gedreht zu Schriftstellerthemen. Blende ich mal ein, kann man sich auf meinem Kanal alles anschauen. Da ging es einmal darum, Lesermeinung und Literaturkritik mal gegeneinander abzugrenzen. Was ist jetzt was? Was ist denn der Inhalt von solchen Texten? Dann ein bisschen da noch drauf aufbauend mal 7 Tipps dazu, wie man als Schriftsteller umgehen kann mit Kritiken. Eine Leserin hatte sich gewünscht, dass ich mal was erzähle zu meinen Frühwerken, wie ich denn heute sehe, die Dinge, die ich so zuerst geschrieben habe. Und ein paar Tipps dazu oder meine Sicht darauf, was man denn als Autor so lesen sollte.
Dann gibt es noch ein weiteres Video, habe ich zusammen mit dem Bernhard Hennen gemacht. Wir hatten im Rahmen der Fantasy-Woche einen Gewinn ausgelobt, dass wir also für denjenigen oder diejenige, die uns das originellste Liebespaar aus der Fantasy zusammenstellt, wobei die beiden Leute aus unterschiedlichen Romanwelten stammen sollen. Also wer dieses originellste Paar bildet, der durfte sich eine Stelle wünschen, die wir vorlesen aus der Filiasson-Saga. Das haben wir aufgenommen auf Video. Kann man sich also auch gerne anschauen. Um die Videolinks jetzt in diesem Schreibzeichen komplett zu machen, der Dominik Schmeller ist selbst ein Autor und rezensiert gerne Bücher. Und ich habe das Glück, dass er gerne meine Bücher rezensiert. Und er hat da also sich auseinandergesetzt mit Rotes Gold, dem Auftaktband aus der Schwertfeuersaga. Kann man sich also auch anschauen, wird immer sehr kenntnisreich besprochen, wenn Dominik Schmeller so ein Video dreht. Bei Filiasson ging es auch vorwärts. Wir hatten am Mittwoch unser erstes größeres, echtes Arbeitstreffen zu Silberflamme, also dem vierten Band der Saga, konnten da schon mal 100 Seiten so weit bringen, dass wir sie jetzt nach dieser Prüfung an Ulysses schicken konnten. Das ist der Rollenspielverlag, der die Hintergrundwelt verantwortet, so dass die da also jetzt mal drüber schauen können und mal schauen können, haben wir da Fehler drin, die wir vielleicht noch anpassen können oder auch gute Ideen, die die dann vielleicht übernehmen für ihr Rollenspielmaterial. Also auch da geht's vorwärts, da werden wir uns jetzt in engerer Taktung, so etwa alle 2 Wochen mal treffen und daran weiterarbeiten. Und das nächste Arbeitstreffen wird dann abends übergehen in eine Lesung hier in Köln im Hive World. Kennt man als regelmäßiger Zuschauer meiner Videoblogs. Ein Spieleladen in der Nähe hier von unserem Neumarkt, das ist also im Stadtzentrum. In diesem Spieleladen habe ich gerne meine Premierenlesung. Diesmal machen wir aber keine Premierenlesung, sondern lesen ein weiteres Mal aus Die Wölfe. Allerdings auch mindestens einen Textausschnitt, den wir noch nicht öffentlich vorgetragen haben. Den haben wir nämlich auch am Mittwoch mal einstudiert. Das geht los am Dienstag, 14. März um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. Dann in der Woche darauf, vom 23. bis 25. März, werde ich auf der Leipziger Buchmesse sein. Ich habe dann natürlich einige Termine, die nicht öffentlich sind, sondern Geschäftstermine sind, bei denen ich mich also mit meiner Agentur treffe oder mit Lektoren treffe oder Autorenkollegen, die ich bei anderer Gelegenheit halt nicht sehe. Aber es gibt auch ein paar Termine, an denen man vorbeikommen kann, also die öffentlich sind. Und zwar am Freitag, den 14. März hauptsächlich. Da ist es nämlich so, dass ich um 11.30 Uhr, also 11:30 mittags, auf der Fantasy-Leseinsel sein werde und Feuer der Lehre vorstelle. Ebenso wie ich das vorstellen darf um 19.30 Uhr am Freitag, dann allerdings nicht auf dem Messegelände, sondern im Theaterhaus Schille, das ist dort in der Innenstadt. Und zwar im Rahmen der Piper Fantasy Nacht. Ich darf da also mit meinem Science-Fiction-Titel Feuer der Lehre auftauchen und darf mir die Bühne teilen mit dem Moderator Christian Handel und vor allem aber mit meinen Autorenkollegen Michael Peinkofer und aus Amerika Brandon Sanderson, der ja den meisten Fantasy-Fans auch ein Begriff sein dürfte. Ich habe auch Signierstunden bei Peri Rodan, was aber nicht heißt, dass da jetzt nur Peri Rodan-Fans hinkommen dürfen, sondern das findet halt am Peri Rodan statt. Natürlich kann man sich da auch über die größte Weltraumserie der Welt informieren, wenn man das möchte. Aber man darf natürlich gerne auch alles andere mitbringen, was ich so geschrieben habe. Und wenn man noch nichts von mir hat oder es halt nicht mit hat, habe ich auch Autogrammkarten dabei, die ich dann gerne verteile. Das wäre am Freitag um 15 Uhr oder für diejenigen, die am Samstag dort sind, um 16 Uhr. Da steht auch alles auf meiner Homepage, natürlich auch der Hive-World-Termin. Kann man da also gerne reinschauen.
Feuer der Lehre wird es auch eine Leserunde geben, das ist da auch verlinkt. Wenn man sich da rechtzeitig anmeldet, kann man ein Freiexemplar gewinnen. So, Sie sehen, ich habe also einige Dinge voranbringen können. Das geht sogar so weit, dass ich jetzt gar keinen drängenden Termin mehr habe, der jetzt einigermaßen in der Nähe liegt für weitere Manuskripte, die ich abgeben müsste. Ich kann also wirklich ganz entspannt mich jetzt auf die Messe vorbereiten und dabei ein paar planbare Aktivitäten machen. Das ist also eine schöne Sache für mich. Das nächste, was ich dann danach vorhabe, das werde ich aber jetzt halt nicht direkt beginnen, wäre die Arbeit an Filiason 5, Schlangengrab. Und das läuft tatsächlich auch allmählich an. Es ist also so, dass bei Heine das jetzt eingeplant wird in das entsprechende Programm. Es dürfte das Programm sein, das vom Oktober, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube Oktober, ja, vom Oktober 2017 als Erscheinungstermin bis März 2018 geht. Also ich denke, dass, ja, das wird es sein. Da wird also dann Filiason 5 irgendwo positioniert. Muss ja auch dann mit dem Gesamtprogramm zusammenpassen. Was wir schon gesehen haben, ist das Titelbild. Das ist nämlich fertig. Ich darf es noch nicht zeigen, denn das steht natürlich dem Verlag zu, dass er das zunächst mal bekannt macht. Und dann werde ich das auch hier verkünden. Ein sehr actionreiches Titelbild, wo richtig Dynamik drin ist. Das hat uns dem Bernhard Hennen und mir gut gefallen. Der Werbetext ist auch schon fertig, der dann in den Katalog soll. Also da läuft es allmählich an, aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, bis ich mit dem Schreiben beginne. Ich hoffe, für Sie war es Interessantes dabei in diesem Schreibzeichen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie treffen darf im Hiveworld am 14. März oder auf der Leipziger Buchmesse. Ansonsten wünsche ich Ihnen immer viel Freude an Ihrer Lektüre und wenn diese Lektüre aus einem meiner Bücher besteht, freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.